Hallo zusammen. Wegen des Coronavirus können wir nicht so viel Sport machen. Ich bin deswegen schon ein bisschen fett geworden. Aber zum Glück haben wir einen großen Garten. Dann können wir auch Sport machen. Es gibt Trampolin und dann kann man auch hier grillen. Ja, wir haben schon gegrillt. Und heute haben wir auch geplant zu grillen, aber jetzt das Wetter ist nicht so schön. Die Sonne ist weg. Und aber ja, wir machen jeden Tag auch Kung Fu. Das ist auch einigermaßen besser, um sich aktiv zu bleiben und ja, ein bisschen abzunehmen. Bei chinesischer Kung Fu gibt es zwei Teile. Eine ist Basis, das ist wie Meditation, aber das ist ganz anderes wie normale Meditation, auch anderes wie Yoga. Das ist, um die Kung Fu zu helfen, damit man eigenen Körper besser lernen kann und auch kräftiger werden kann. Und, aber dieser ist ein bisschen langweilig. Das ist eine Position, stundenlang zu halten. Ich habe in Peking, dass jeden Tag am Abend, nach dem Abendessen, 4 Stunden eine Position gehalten. Das ist nicht so schön für die meisten Leute. Deswegen sehr wenige Leute können das machen. Aber heute werden wir auch Sandsäcke schlagen. Das werde ich später zeigen. Das hier ist ein Seil. Kann man das sehen? Ja, ein weißes Seil auf dem Baum, auf dem Zweig. Und ja, später werde ich mit einem Freund euch zeigen, wie chinesische Kung Fu die Sandsäcke schlägt oder mit dem Sandsack trainiert. Und auch ein bisschen anders als Boxen oder koreanischer Sport. Okay, dann bis gleich. Okay, schaut gut aus. Oh, das war gut. Das war gut. Dann start? Yes. Okay. Abonniert mal die Art und Weise. So. Das war nice. The first. Erst ist. Wie gesagt, Boxen. Okay, zweiter Schritt ist andere Seite, halt gleiche. Vorgesehen. Dritter Schritt ist auch Box. Ja, das ist. You must use your forearm. Okay. Yeah, better. A little bit higher. Yeah. You must be next to your shoulder. Yes. Okay. Yes, better. Yeah, your right arm is better. Yeah. Ja, gut. Ja, besser. And keep your hand not to keep the same level. Not to know, yeah. Ich glaube, ich war runter.
Yes. Better. Okay, nächster Schritt. Another side. Du kannst an der Mauer und ich bin von der Mauer raus. Das hat wehgetan. Ja, da machst du nämlich so. Das war ganz gut. Amore, mach das nicht. Yes. Ich warne dich. Schade, dass wir Schreckwaffen haben. Okay. Ja, kein Fall. Sorry, this, then this, right? And you always do this. That's too long. Oh. Too long distance, yeah. Yes. Ja, da gibt es keine Schwerkraft, aber das gibt es nicht. Ja, better. Ja. I think you use the shortest distance, yeah. So, now it's a kicking. Yeah. That's the first one. Nee. Ah, very good. Another side. Also ein getrenntes Duschen und ein zusammengeklemmtes Arm. Zusammengeklemmt, lecker. Next one, also kick. No, no, this is the root. It's too long. Okay. Yeah, I don't have time anymore. I must go shopping. Oh, okay. Yeah. Just tell me if I bring it light. No problem. I think we still have 30 minutes. But it's already past 7. Did you see the time? Yeah. You should go. I mean, most of the shops will close at 7 now. Really? Yeah. Okay. Because I saw a few of the shops, they have changed time. I will show another technique, a skill. Just turn yourself.
Yeah, you must look at the sandbag. You see, when you turn, you always look at the sandbag. Just next, when you turn it, here still look at the sandbag and just. Yeah, yes. You want to use here, use your horse. Torso. Yeah. Yes. Yeah, better. Yeah, good. When you are kicking at first, you look at the sandbag. Sure. Look at. Yeah. Yeah. Yeah, you must turn your leg very quickly. Yes, better. Your feet. Yes. Nice. Okay. At first, you must to measure the distance, and then train it. See. Yeah, another one. Try it. It's not very hard. But I have to practice the other leg right now. Yeah. And use your whole your weight. But must be careful. Yeah. Good. No, the first one just just a fake, just like a trick. No, yes, have a look. You see, at the first, the other one, your opposite, think you will kick him with this leg. So, but you change it. So if he come here, how to say, he defend himself and come back, and you can use the second kick. Yeah. Yes. Okay. So higher than the left foot. Yeah. Yeah. First, you must jump. Oh, yes. Yeah. Yeah, nice. As high as you can. Yeah, nice. Yeah. Just keep the one further.
Otherwise, you must keep you to protect yourself. Yeah, nice. First and further from your feet. Angel. Okay. Yeah, you can. Nice. It will take a lot of practice over many days. I mean, yeah, not too much. You need one. In China, we see 100 days, just three. Yeah, three but then you are like, you know, you have some kind of surrounding and upbringing with this kind of things. We don't practice this much. So I guess it needs a lot of time for our bodies to get conditioned. You cannot hope to survive otherwise. Too many, like, you know, diseases, too many ailments to... When the disease, when the pandemic became over. Yeah. And you need to have peak, like, you know, military fitness. Yeah. I think nowadays it's required of everyone, almost everyone. Yeah, we forgot one. This is easy. Okay. Ah, yes, I remember. I have to first learn the balance on one leg, I think. Yeah. Because I hear that if you kick, you should not lose balance while kicking. And that is happening most of the time with me. And another thing I remember today, you once told me, like today when I was practicing this kick, right? This kick. Yeah. Right? I remember that you told me not to go on your toes. Yeah. But when I'm trying with this leg, like let's say, with this leg, okay, with my left. I kept going on my toes. I just trying to keep it. Yeah. Okay, which leg I was to? No, look, when you kick this straight. Okay. Kick. Yeah, better. Okay. Yeah, perfect. I'm going to practice this leg. It was correct, right? I mean, certainly. Yeah. Give me the practice. At first, it turned out 100% correct. Yeah. But it's most, almost 100%. You never said it's
north. Okay. Okay, finished.